Kunst wird sonst häufiger in Verwaltungsgebäuden oder Büroräumlichkeiten gezeigt. Und wir haben die Herausforderung gehabt, um Kunst in die Montagehalle zu holen. Ende letzten Jahres haben wir uns mit der Firma Festland, also mit unserer Agentur, zusammengesetzt und haben uns überlegt, in welche Richtung das neue Messekonzept gehen könnte. Das Spannende an diesem Projekt ist, dass zwei Welten aufeinandertreffen und sich begegnen, die normalerweise nicht zusammenkommen. Es hat mich interessiert, das Spannungsfeld zwischen Kunst und Automatisation. Ich könnte auch meinen, das ist ein Gegensatz wie jetzt Natur und Technik. Aber eigentlich ist es einfach eine Verschiebung von der Originalität. Ich finde es so spannend, die Brücke zwischen unserer Industrie und Kunst vom Ingo zu schlagen, weil unser Prozess natürlich auch viel Kreativität beinhaltet. Von dem her finde ich die Symbiose ganz spannend zwischen der Kunst vom Ingo und unserer Kunst der Automation. Das Interessante in der Kunst ist ja, dass wir auch so Unmögliches möglich machen. Eben so eigentlich totale Gegensätze miteinander zu vereinbaren. Und was ich auch interessant finde, finde ich natürlich, dass am Schluss ich die Maschine selber zum Zeichnen bringen kann. Und dann auch wieder meine Arbeit so über die Maschine zurückgespiegelt.